Excel-Basis. Wie kann ich eine Zahl formatieren? Naja, gibt es viele Möglichkeiten. In der Registerkarte Start finden wir die gängigen Tools zur Schriftbearbeitung, aber auch zur Zahlformatierung, das Bereich Zahl. Ich kann da schnell Vorlagen nehmen, ich kann da Schaltflächen nehmen, beziehungsweise wenn ich auf den Pfeil klicke, dann habe ich volle Steuerung und ich kann beliebig definieren. Zu dieser Registerkarte Zellen formatieren komme ich auch mit dem rechten mit rechtem Maustastenklick Zellen formatieren, schwupps, beziehungsweise mit Ctrl 1 komme ich auch dorthin. Und jetzt dort kann ich